Ja, einen wunderschönen guten Tag. Mein Name ist Georg Barisch. Ich bin hier Guide in der schönsten Müllverbrennungsanlage der Welt und führe jedes Jahr bis zu 10.000 Menschen durch diese Anlage. Ja, es wird täglich Müll angeliefert, also von Montag bis Freitag. Das sind bis zu 220 Ladungen, etwa 6 Tonnen. Und dieser Müll wird von uns verbrannt und in umweltfreundliche Energie, Fernwärme, Fernkälte und auch in Strom umgewandelt. Zuerst wird der Müll bei unseren Wagen verwogen. Wir müssen wissen, wie viel Müll angeliefert wird. Danach wird er in unseren Müllbunker zwischengelagert. Von dort gelangt er dann in zwei Kessel, wo der Müll bei etwa 850 bis maximal 1200 Grad Celsius verbrannt wird. Der Prozess dauert mehrere Stunden. Am Ende entsteht schließlich Energie. Hauptsächlich ist das Fernwärme. Fernwärme, die wir hier in 60.000 Haushalte schicken. Ja, wichtig zu sagen ist auf jeden Fall die Verbindung, die wir hier in der Spitte Lau haben, zwischen Technik, Kunst und Natur. Denn die Anlage wurde in den frühen 90ern von Meister Friedensreich Hundertwasser nach einem Großbrand neu gestaltet. Und er hat die Spitte Lau zu einer der Top 10 Sehenswürdigkeiten von ganz Wien gemacht. Ja, in den nächsten Tagen wird es richtig kalt, ein echter Winter kommt auf uns zu, aber wir sind natürlich vorbereitet, denn die Energie wird dann nicht nur aus der Müllverbrennung, sondern auch durch die Verbrennung von Gas umweltfreundlich erzeugt. Wir können damit alle Wiener Haushalte auch bei sehr niedrigen Temperaturen mit Fernwärme versorgen.